Deutsche Schüler müssen sich warm anziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Decken, Schals und Handschuhe sollen bald zur Grundausstattung im Winterunterricht gehören. Das rät jetzt der Deutsche Philologenverband. Lüften in den Klassenzimmern sei wegen der Corona-Pandemie auch in den kommenden kalten Monaten wichtig, heißt es in einem Bild-Interview. Das Hygienekonzept für Schulen sieht vor, dass die Fenster regelmäßig geöffnet werden. Am besten sogar ganz und alle 20 Minuten für bis zu 5 Minuten. Da seien noch viele Fragen offen, hieß es zuletzt in einer gemeinsamen Mitteilung von Lehrergewerkschaften und Bundeselternrat. Die Schulen brauchen dringend Orientierung und Unterstützung. Die kalte Jahreszeit beginnt jetzt. Die Lüftungsregelung wird bei Regen und niedrigen Temperaturen eine riesige pädagogische Herausforderung. Das wurde zu wenig in die Überlegung einbezogen. Der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, äußerte schon im Juli Bedenken an der Umsetzung des Hygienekonzepts für Schulen. Wir fordern von der Politik, dass, wenn so ein Hygienekonzept nicht umsetzbar ist, dass sie auch dann wieder den Wechsel in den Schichtbetrieb, also Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling, anordnet und ermöglicht. Sinnvoll sei nun eine bundesweite Corona-Schulampel, die klar regelt, ab welchem Infektionsgeschehen welche Maßnahmen zum Gesundheitsschutz ergriffen werden müssen. Die in einigen Bundesländern geltende Regelung, ab 50 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner auch im Klassenzimmer für ältere Schüler die Maskenpflicht vorzuschreiben, hält Meidinger für richtig.